Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu Rayman Legends. Oh. So, letzte Folge haben wir die Kuscheltiere bekommen, beziehungsweise ein Kuscheltier, das will ich mir jetzt doch direkt mal anschauen. Ein Toastbrot. Willkommen in der Kuscheltiergalerie. Tag für Tag bringen deine Kuscheltiere neue Lamms hervor. Sammle so viele Kuscheltiere wie möglich, damit immer genügend Lamms vorhanden sind. Okay, und hier hocken die dann alle. Die Toasts. Okay. Und den kann ich jetzt... Ah, genau. Hier mitnehmen. Auf zur Hauptgalerie. Wieder zurück. So, ich will nämlich jetzt weitermachen. Was? So. Hier waren wir jetzt schon. Der Zauberwald. Zauberhafter Zauberwald. Und ich will die... Nein, nein, nein. Oh Mann. Oh, habe ich es doch noch bekommen? Yay. Yeah. War das da oben schon alles? Scheint ja. Das ist ja nie... Nein, 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 da. Okay. Hier kann ich einfach so runter. Also das hier sieht so aus, als ob es... Ja, eine Münze gibt es hier noch. Hier oben auch noch irgendwas. Eine Tür. Nice, nice. Ah, und hier ist wieder so ein... Ach nein, ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wo ich hin darf. Da darf ich hin. Ich glaube, ich darf nicht auf die... Auf die... Oh. Ach, das war ja nicht tragisch. Den einen Stachel habe ich ja vertragen. Das kann Rayman doch ab. Und ja, ist ja gut. Ist ja schön, dass du dich so freust. Ganz viel Lamms. Dich nehmen wir auch mit. Boah, ich dachte jetzt schon, das geht bis hinten hin. Da oben ist doch noch ein... Was? Ein Käfig? Ah! Ach so, das geht immer runter. Wie so ein Hammer ist das. So. Nein, nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt auch mal noch schnell hin. Oh! Prima! Noch wieder jemanden gerettet. Und nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das ist... Mein Herz. Oh, oh, oh. Yay, Seife. Hier, das wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht alle finden würden. Ah, ich glaube, ich nehme jetzt gerade meinen Mund ein wenig zu voll. Man weiß ja nie, was uns hier noch so erwartet. Die Münze. Also jetzt gerade läuft es aber hier. Nein, ist schon der Ausgang? Nein. 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 Die Münze nehme ich erst noch mit.
Und jetzt geht's in die Tür rein. Also einen habe ich übersehen. Das ärgert mich gerade ja schon so ein kleines bisschen. So. Schön darauf achten, dass ich ja immer zuerst den lilanen, violetten, pinken, wie auch immer, Lamm aufnehme. Ist hier unten vielleicht noch einer? Hier sind doch auch noch Blümchen. Blümchen für die Großmutter. Ja! Yay! Boah. Mir ist ein Spürhund verloren gegangen. Yay! Party! Und wieder ein weiteres Level abgeschlossen. Yippie! 650 Lamps. Na, das sollte doch eine ganze Ecke reichen. Bronze. Silber. Ein Kleeblatt. Lucky! Und Gold. So, weiter. Kleinlinge in Kalamität. Yeah! Und zwei weitere Level haben wir drei Level freigeschaltet. Bravo, du hast die Welt Fiesta de los Muertos freigeschaltet. Die Kleinlinge dort brauchen deine Hilfe. Nein, danke. Jetzt gerade nicht. Rette Barbara. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, mal zu gucken hier, was da in dem tollen Botne ist. Genau, wir sollen hier wieder eine Runde rubbeln. Eine RR ist ja sozusagen eine Rubbelrunde mit vier Lamms, die 1000 noch irgendwas gebracht haben. Warum war das gerade so schnell weg? Die Katakombensause. Da kommt ja mein Freund Herr Frosch. Ach, hier geht's diesmal auf Zeit. Das muss einfach gesagt werden. Nein, oh Gott. Nein, oh Gott. Ja, schieb's doch hoch. Mensch, schieb runter. Schieb ab. Nein, 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 nein. Das heißt, es ist Havela. Nein, also. Go! Oh Gott, springen! Warum springe ich denn da? Oh Mann, ich bin aber auch manchmal ein Depp hier. Oh Gott, ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht noch da hoch zu gehen. Das ist so schon alles knapp genug. Ah, nein, 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 nein. Jetzt schieb doch hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Runter. Nein. Ach, Manno. Eieiei. Runter. Hoch. Nein. Oh Gott. Runter. Hoch. Hüpfen. Aha. Oh Gott. Okay, zwei von drei war es das hier schon in der Welt. Zwei von drei haben wir befreit. Für was reicht es denn von den Lamps noch? Ich befürchte, da reicht es nicht so allzu viel. Für ein Kleeblatt reicht es noch. Und ja, das war es dann auch schon. Rette Barbara. Okay. Die haben wir jetzt dadurch schon gerettet. Okay. Und es geht wieder zu den Glückslosen. Also wirklich, ist auch nicht für Kinder hier. Glücksspiel kann süchtig machen und so, ne?
Wir haben ein neues Kuscheltier freigeschaltet. Yay, kuscheln. Direkt mal vorbeischauen. Was will ich jetzt wissen? Ich will jetzt... Wenn wir jetzt schon Toastbrote haben, dann will ich jetzt wissen, was als nächstes kommt. Und da ist was Neues freigeschaltet. Da. Die Kuscheltiere. Wen haben wir denn bekommen? Ein Roboter, der eine ganze Münze abgeworfen hat gerade. Hm, nett. Das sind die Robos. Ja, das leuchtet ein. Kuscheltiere kann man da, kann man durch Rubbeln von Glückslosen gewinnen. 60 Kuscheltiere. Wow. 2 haben wir jetzt gerade mal. Ist ja doch eine beachtliche Zahl, muss ich sagen. So, was haben wir hier? Den Hochseilgarten. Das klingt doch spannend. Oho, Eichhörnchen. Zack. Einfach mal hier die Stelzen weggetreten. Und ja, und bam. Ach ja. Der Frosch ist wieder da. Mensch, Fröschli, was sollten wir... Fröschli, was sollten wir ohne dich machen? Hat er eigentlich irgendeinen Namen? Habe ich da irgendwas verpasst? Da oben habe ich was verpasst. Nee, doch nicht. Ach man. Zu den immer ins Auge pieksen müssen. Ich will aber die Münze haben. Du Bestie. Okay. Ach nee, ne? Ich hab's vermasselt. Ich stürze mich in den Tod. Kann ich mich hier nicht mal in den Tod stürzen? Ich will jetzt nicht weitermachen. Ich will die anderen Lamms da mitnehmen. So, da. Och nee, ne? Die muss ich doch jetzt noch irgendwie anders kriegen. Nee. Oh, die kann ich jetzt nicht mehr retten. Das ist ja doch bestimmt auch irgendein Grund, dass, warum ich den kitzeln kann. Ach, da unten. Ach so. Timing. Ausnahmsweise mal. Eine Runde kitzeln. Fröschi. Es geht doch auch einfacher. Okay, das da muss weg. Und den befreien wir. Ach ja, ich glaube, Stacheln sind also ziemlich die beliebtesten Möglichkeiten zu sterben, die es jemals in einem
Jump and Run gegeben hat, komme ich da irgendwie hin? Ach, natürlich so. Guten Morgen. Nachdenken soll helfen, habe ich mal gehört. So, da oben ist ja ein Türchen. Hallo. Das läuft gerade wieder überhaupt nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte. Nein. Nein, 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 ich will da oben dran. So, dass ich diesmal wenigstens die mitnehme. Oh Gott, ich bin aber irgendwie hier gerade mal so richtig unbegabt. Okay, das war jetzt definitiv nicht der beste Durchgang, aber okay. Es geht auch immer noch schlimmer. Nein, oh Gott. Das ist sicherlich hier hinten auch noch irgendein Grund. Hier hat's nicht. Oh Gott. Ha, wie weit kann ich das runter? Und es ist auch dann noch. Aua. Ich wollte nämlich sagen, das sieht doch so aus, als ob da noch ein Gang hinter dem Gebüsch wäre. So. Hä? Bin ich jetzt hier? So. Ich weiß jetzt nicht, ob es so gedacht war, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine andere Möglichkeit gesehen. So, und weiter zum nächsten. Wieso heißt das Ding hier Hochseilgarten? Also so viele Seile sind hier doch jetzt eigentlich auch nicht. Okay, doch schon. Aus allen Richtungen kommen sie hier. Okay. So, da hoch. Zack, und noch einen gerettet. Oh, wir haben alle. So, das war ich gerade zu laut. So, und wieder ein Level abgeschlossen. Das lief doch hier schon wieder wie am Schnürchen. Das ging durch wie ein warmes Messer durch die Butter sozusagen. Und Bronze. Silber ist uns ebenso sicher. Genauso wie das Kleeblatt. Lucky. Und Gold auch. Yay. Eine richtig gute Runde war das hier wieder. Weiter. Yeah. Und da kommt's wieder, das Victory V. Yay. Bravo, du hast die Welt 20.000
Lamms unter dem Meer freigeschaltet. Die Kleinlinge dort brauchen deine Hilfe. Nein, danke. Jetzt noch nicht. Und ich habe die zweite Genialitätsstufe erreicht. Feiere das mit diesen 2000 Lamms. Yay! So. Und? Wieder eine Runde rubbeln. Back to Origins dreimal. Du gewinnst ein Gemälde. So wie es aussieht, scheint es ja auch die alten... Zurück zu den Ursprüngen. Genau. Scheint es ja auch die alten Welten wiederzugeben. Das würde ich mir dann sicherlich auch irgendwann mal noch in diesem Let's Play ansehen. Aber erstmal will ich natürlich die neuen Welten kennenlernen. Ich denke mal, das geht euch ganz genauso. Und damit machen wir dann einfach in der nächsten Folge weiter. Denn das war es hier an dieser Stelle schon wieder. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie diese komischen kleinen Viecher, die hier um mich drum rumrennen. Sind das die Kleinlinge? Ich glaube, ja. Und seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei.